Ein Netz, das zum Trocknen in der Sonne hängt. Ich will kein Fischernetz. Reden wir nochmal mit dem Rio? Oder warte mal, wir könnten ja mal den Theodoliten mal benutzen. Einfach so zum Vergnügen. Vielleicht sehen wir ja jetzt was anderes. Der Teil peilt aber auch nicht diese Markierung an. Reden wir nochmal mit dem. Ja komm, sag was. Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Okay. Was machen wir jetzt mit diesem komischen Schlauch hier? Oder ist das jetzt nur... Hier ist ein Fisch, nimm schon! Ein verrosteter halber Fahrradrahmen. Ah, ich hab's! Ich hab's! Wir bauen uns eine Katzenangel. Und zwar, wir benutzen jetzt diesen Fisch, den die Katze gerne hätte, und machen den am Schlauch fest. Ja, das funktioniert. Das sollte die alte Katze in Schwung bringen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht gleich einen Herzschlag. Und jetzt müssen wir den Ball nehmen können. Und mit dem Ball hauen wir die Markierung vom Fahnenmast. Nö, so weit und fest kann ich nicht werfen, dass ich die Markierung runterwerfen könnte. Ja, aber wie machen wir die das dann? Wofür brauchen wir diesen Ball? Ich verstehe jetzt gerade... Ich bin jetzt leicht... Wenn wir hier hochklettern... Und es dann nochmal probieren... Nö, so weit und fest. Also wir hangeln uns hier jetzt irgendwie so Stück für Stück vorwärts und ich habe jetzt keine so rechte Ahnung, wie es weitergeht hier. Tja. Vielleicht sagt er ja nochmal was anderes. Ah, jetzt können wir mit dem über den Ball reden. Sehr gut. Was würdest du mir im Tausch gegen diesen schönen roten Ball anbieten? Ich könnte dir eine sehr schlimme arabische Beleidigung beibringen. Vergiss es. Ja, die hätten wir vielleicht eher im ersten Teil gebraucht, aber hier wohl eher nicht. Ein Netz, das zum Trocknen in der Sonne hängt. Ich komme nicht an den Theodolit. Ja, schauen wir mal, vielleicht können wir mit dem jetzt über den Ball reden. Aus welchem Grund auch immer. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen sollten. Aber irgendwas ist hier... Die Gesprächsthemen... Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Können wir jetzt den Ball mit dem Theodoliten benutzen? Nö. Ja, Ja, ich will jetzt auch hier nicht unbedingt die Aufnahme beenden, weil, das mache ich eigentlich immer ganz gerne an Stellen, wo ich dann schon mal weiß jetzt genau, wie es weitergeht. Und die beiden Damen sind jetzt auch noch irgendwo unterwegs, aber... Ah, Moment! Wenn wir jetzt den Ball nehmen und ans Fenster werfen? Nein, ich kann doch nicht einfach hingehen und Sachen in anderer Leute Fenster schmeißen. Nicht rein, sondern dran. Ach, Mann.
Die Leiter kann er auch nicht zusammenschieben. Und hier können wir nichts benutzen und da können wir nichts benutzen. Und den Blasrohr, den Ball einfach plattstechen? Nein. Nein, können wir natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Was haben wir denn dann noch? Oh, süß. Eine Niete. Ja, okay, das sagt er noch dasselbe. Reden will er mit ihr auch nimmer. Und was machen wir jetzt? Verdammte Axt. Irgendwie müssen wir hier rein. Am Ende des Fahnenmastes hängt eine reflektierende Markierung, die Bronson als Zielpunkt benutzt. Wie kriegen wir die jetzt da runter? Nein, ich kann doch nicht an... Ja, und wenn man an die Tür werfen? Die Leiter reicht hinauf bis zum Fahnenmast. Irgendwas müssen wir hier doch machen können, verdammt. Wir haben etwas übersehen, glaube ich. Wenn wir dem jetzt den Ball verpassen und so tun, als wäre, als wäre es der Kleine gewesen? Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Ja, ist ja gut. Wie geht's hier jetzt weiter? Verdammt, ja. Reden wir nochmal mit ihm. Vielleicht... Sonst will ich von Rio... Mit dem will er auch nicht mehr reden? Ein verrosteter halber Fahrradrahmen. Sonst ist an dem Fahrradwrack nichts, was ich brauchen könnte. Also ich bin momentan noch leicht verwirrt, was wir mit einem roten Ball anfangen sollen. Können wir den vielleicht hier ins Netz reinpacken? Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ups. Ja, das habe ich mir so ähnlich gedacht. Oder benutzen wir jetzt... Moment, wir können jetzt den Schlauch benutzen. Ich will nicht den Zorn dieses Monsters auf mich lenken, indem ich meine Finger in Reichweite seiner Krallen bringe. Na gut. Und wenn wir jetzt hier hochklettern... Und dann nochmal den Fahnenmast benutzen? Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir, also muss der Fahnenmast wohl nackt bleiben. Ach, irgendwie muss das doch gehen. Oder wir werfen jetzt den Ball irgendwo hin. Ja, die... Wieso habe ich... Ey, ich will einen Mauszeiger. Hallo, Mauszeiger. Hallo. Oh oh, mir schwant gerade Schreckliches. Ich kann hier nichts mehr anklicken.
Und... Ja, nein, 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 es geht nichts mehr. Ich bin, glaube ich, gerade eben in einen Bug im Spiel reingerannt. Juhu! Und wir haben nicht gespeichert. Nochmal Juhu. Das heißt, ich ja, werde diesen Spielstand jetzt so schnell wie es geht dann nochmal nachstellen, bis dahin, wo wir jetzt gekommen sind. Und dann sehen wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme dann erst wieder. Und bis dahin werde ich mal schauen, ob mir vielleicht doch noch irgendwie einfällt, wie es hier weitergehen könnte. Insofern sage ich dann schon einmal, ja, bis zum nächsten Mal, wenn dann es wieder heißt, Let's Play Baphomets Fluch 2 mit dem Gecko Climber. Und bis dahin dann, tschüssi! Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Baphomets Fluch 2. Ich bin der Gecko Climber und wir sind das letzte Mal hier am Catch Museum stehen geblieben. Und ja, wir hatten unheimlich großes Glück, besser gesagt, ich hatte unheimlich großes Glück, denn der Spielstand war im Spiel selbst nochmal gespeichert. Das heißt, ich konnte über Spiel fortsetzen, wieder an dieser Stelle hier weitermachen. Hab dann einfach mal nur noch schnell abgespeichert und wie ihr auch seht, der Mauszeiger ist nicht mehr transparent. Das heißt, wir können jetzt auch wieder Dinge anklicken. Jawohl. Und ja, ich habe nicht weitergespielt, aber ich habe etwas Neues gefunden, was wir... Oder? Hier hinten war doch... Ja. Einen neuen Gegenstand, den wir benutzen können, nämlich diesen schönen Baum hier. Den wir aus welchen Gründen auch immer vorher nicht gesehen haben und den schauen wir uns doch jetzt gleich mal an. Ein großer Baum steht neben dem Haus und die Zweige bilden ein einladendes U. Mir fällt kein Grund ein, warum ich auf Bäume klettern sollte. Die Zweige... Können wir jetzt vielleicht das Ding hier wieder einsacken? Ich will nicht den Zorn dieses Monsters auf mich lenken, indem ich meine Finger in Reichweite seiner Krallen bringe. Moment, dann gehen wir mal nach oben. Ich habe eine Idee. Das U ist ziemlich, jo, eindeutig. Ist nicht mehr. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir, Ja, also muss der komm. Fahnenmast wohl nackt bleiben. Ja, Ich das habe hast du gerade hier. einen Fahnenmast, einer von zweien. Vielleicht habe ich eine große Karriere als Surrealist vor mir. Nein, 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 nein. Ich schätze mal, das U müssen wir jetzt irgendwie... was haben wir denn eigentlich alles da? Können wir das Höschen hier drumherum spannen? Nö. Ja, eigentlich bräuchten wir jetzt diesen Schlauch hier wieder, damit wir ihn jetzt hier dann als Steinschleuder benutzen können. Die Frage ist nur, ob das funktioniert. Komm, Mietz, Mietz. Nein. Oh, süß. Eine niedliche kleine Miet. Ja, das hatten wir. Oh, Scheiße. Ich habe jetzt wieder mal keine echte Ahnung, was wir tun sollen können. Was machen wir jetzt? Verdammt! Reden wir nochmal kurz mit dem Rio. Vielleicht hilft uns das ja was. Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Na gut. Gibt es hier an dem Fahrrad noch etwas? Ein verrosteter halber Fahrradrahmen. Sonst ist an dem Fahrradwrack nichts, was ich brauchen könnte. Ein seetaugliches kleines Boot, das einen neuen Anstrich vertragen könnte, ansonsten aber makellos sauber und gepflegt ist. Ja, können wir hier irgendetwas mit... Ohne Rio als Kapitän komme ich in diesem Boot nirgendwo hin. Okay, also das heißt, wir werden es auf jeden Fall wahrscheinlich noch benutzen müssen. Aber wohin und wie und ja, was machen wir mit diesem tollen... Ja, stopp, wir werfen noch einmal einen Blick auf diesen, durch diesen Theodolithen. Vielleicht... Na komm, hierher.
Das sind die Pläne und ansonsten ist hier auch nichts mehr. Vielleicht können wir mit dem Branson nochmal reden. Ach komm, jetzt geht er hin. Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Ja, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich habe jetzt nämlich echt langsam keine Ahnung mehr, was wir noch machen sollen. Ja, da ist die Markierung, da war die Mitte, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir irgendetwas irgendwo vergessen haben. Mir fällt kein Grund ein, warum ich auf Bäume klettern sollte. Ja, wir brauchen den Schlauch hier irgendwie wieder. Und was hätten wir denn dafür? Können wir die Katze mit dem Pfeil betäuben? Nee. Warum haben wir den immer noch mit dabei? Ich verstehe das nicht. Und warum brauchen wir jetzt diesen Ball? Ne? Okay, wir haben schon wieder dasselbe Problem. Ja. Ja, ich unterbreche jetzt einfach die Aufnahme und wir machen an dieser Stelle dann weiter das nächste Mal. Ich glaube, das ist am allereinfachsten. Also, wir sehen uns dann jetzt hier gleich wieder. Bis dahin dann. Ciao.